Hey Leute und willkommen zurück, wenn der Screen dann mal hell wird, danke. Zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3. Im letzten Part sind wir hier in Laurent angekommen, in Jude's Heimatstadt. Meine Katzen sind wieder da. Ja, ich habe die ganz viel rumgeschickt, weil ich war ja wieder unterwegs. Fel'Garna-Mine, ja genau. Los. Was habe ich denn hier jetzt gerade noch bekommen? Rowan, ich habe was Neues bekommen. Ich erzähle gleich, keine Sorge, ich muss nur ganz kurz. Ganz kurz mal hier. Mandragora-Kopf. Das ist echt cool. Also ich meine, das ist wirklich cool. Aber ich will mal wissen, wie sowas Unseriöses bei so jemandem Seriösen hier aussieht. Sieht aus wie so ein... Sieht gruselig aus, wie so eine Vogelscheuche sah aus. Ja, aber zu dir würde es doch gar nicht passen, oder? Jetzt mal ohne Mist. Okay. außerdem... Ah ja, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe die ganzen neuen Waffen gekauft für alle, die es noch nicht hatten. Und Rüstung. Und für sie hier habe ich durch den Katzenshit so eine Katzennadel bekommen. Ist ziemlich cool eigentlich. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, ich war halt wieder unterwegs. Hab die beiden Dungeons da gemacht und die Höhenstraße. Ich hatte mich ja gewundert, was war denn da noch außer der Fel'Garna-Mine? Allerdings hatte ich da einen Denkfehler. Und zwar an die Fel'Garna-Mine selbst habe ich mich gar nicht erinnert, sondern an die Vikel-Mine. Weil da gibt es die Fel'Garna-Mine und die Vikel-Mine. In der Fel'Garna-Mine, das war Story-Quest, da musste man in Teil 1 Leia vor diesem Wurm retten. Und in der Vikel-Mine, die war komplett optional, da habe ich damals gegen die Gentlemen trainiert. Und ich dachte, die Vikel-Mine heißt Fel'Garna-Mine, weil an die habe ich mich nur noch erinnert. Aber an diese Story-Höhle da, die Fel'Garna-Mine selbst, habe ich mich eigentlich gar nicht erinnert. So, um das mal kurz klar zu machen. Jetzt gehen wir mal kurz hier in Jude's und Leias Haus und danach machen wir mal ein Freundschaftsereignis. Ach Mensch, ist ja Kundschaft hier. Kann man noch in das Büro? Ja. Oh, der Vater. Tarik. Ist es denn dort, wo ihr herkommt, üblich, einfach unangekündigt irgendwo hineinzuplatzen? Die Patienten werden der Reihenfolge nach hereingebeten. Geht bitte wieder zurück ins Wartezimmer. Sorry? Denn... Als Tarik, den... Sohn. Fotzkopf. Frischer Fotzkopf. So, gucken wir uns hier nochmal um. Vielleicht haben wir noch irgendwo wie hier. Nee, Schriftrolle. ich wollte eigentlich nach Treasure gucken. Ich will doch nur ein bisschen stehlen. Der Rest ist mir doch egal. Scheiße, wenn PCs. Ich will nur stehlen. Okay, gut. Ja. Gehen wir noch hier rein. Hier ist doch das, ja genau, das Archiv. Dieser Raum. Oh, hier ist Jude. Hallöchen, hallo, ja. Okay. Dann gucken wir hier nicht rein und... Ab zu Leias Haus. Das ist ja alles gerade auch optional. Laurent muss ich ja gar nicht sein. Ich muss halt den ganzen Shit hier noch abzahlen. Ups, falsche Taste. Ich muss halt den ganzen Shit noch abzahlen. Während ich diese beiden Dungeons da gemacht habe, sind halt, wie gesagt, ganz viele Katzen natürlich wieder angekommen. Ich habe da, glaube ich, auch 1, 2, 3 Katzen gefunden, für die ich noch Belohnung abholen muss. Viel wichtiger ist aber, ich habe insgesamt den millionsten Galt bezahlt. Oh. Papa, stimmt es, dass Mama sauer auf mich ist? Ich habe nicht gelesen, was da das erste war. Nun, du kannst dein Allerwertesten darauf verwetten, dass ich sauer auf dich bin. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Oh, hallo Mama. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Seit wann ist sie hier? Wie konnte sie sich unbemerkt ranschleichen? Meisterin Sonja ist eine Kriegsarzt-Expertin. Sie war meine und Leias Lehrerin, echt? War das so? Das habe ich schon gar nicht mehr in Erinnerung. Oh, ich habe dir unzählige Briefe geschrieben und du bist nicht dazu gekommen, auch nur einen einzigen davon zu beantworten. Weil das lauter typische Mutterfragen waren. Habe ich was zum Anziehen? Habe ich genug zu essen? Bin ich in Sicherheit? Sind alle nett zu mir? Du machst dir zu viele Sorgen. Also, ja, es ist manchmal nervig, mit der Hand zu schreiben. Nervig? Ist es das, was ich für dich bin? Nervig! Dein Vater und ich waren Krankvorsorge. Willst du, dass dein armer Vater um dich weint? Willst du das? Ich habe mir gar nicht so viele Sorgen gemacht. Papa und ich unterhalten uns doch ständig per GHS. Na toll, ich hatte gehofft, dass das zur Sprache kommt.
Was? Wie lange geht das schon? Aber warum kannst du nicht auch einfach ein GRS zulegen, dir? Dann könnten wir jederzeit sprechen, das ist wirklich ganz einfach. Ich wette, alle Star-Reporter benutzen diese Dinge heutzutage, was? Und vernachlässigen ihre Mütter, nicht wahr? Es tut mir leid. Leia, du solltest auf die Gefühle deiner Mutter Rücksicht nehmen. Nein, sollte sie nicht. Liebe und Familie sind keine Frage der Bequemlichkeit. Da deine Mutter nicht so viel Mühe, gab, dich zu kontaktieren, solltest du dir auch die Zeit für eine Antwort nehmen. Schatz, du bist in dem Alter, in dem du wichtige Dinge zu tun hast, als dich um deine Eltern zu sorgen. Irgendwie kann ich heute absolut nicht vorlesen. Ich habe auch gerade überhaupt keine Lust zu betonen, weil ich irgendwie heute gar nicht kann. Ich bin so müde. Aber ich kann dir Kekse oder Waschmittel, ich lese sie nicht per SMS senden, richtig? Tut mir leid, dass du dir um mich Sorgen gemacht hast. Gott, ich war einfach so beschäftigt mit der Arbeit. Nun, deswegen habe ich mir keine Sorgen gemacht. Ich weiß, dass meine Tochter fleißig arbeitet. Das kann man nur sagen. Das ist mein Mädchen, keine Zeit für Jungs was. Übrigens, ihr da, ihr ganzen Schwarz, gut gesagt. Ich habe gleich gemerkt, dass ihr etwas Besonderes seid. Ich sehe mir die Leute gerne genauer an, wenn ich ihnen das erste Mal begegne. Ja, war ja nun mal irgendwie so ein King und so. Also, pff. Wirklich? Was ihr nicht sagt. Ihr seid wie ein Ochse. Wenn ich euch niederstrecken müsste, würde ich wohl mit den Knien anfangen und dann den Rest des Körpers bearbeiten. Nur für den Fall. What the fuck? Das ist gut zu wissen. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe hier etwas, das dir sicher Freude bereiten wird. Bitteschön, Pummelchen. Naja, deine Mutter kommt auf die Liste der Leuten, gegen die ich nur sehr gern ungern kämpfen würde. Sie ist derzeit die Einzige auf der Liste. Gut. Ich hasse es, wenn Gespräche nicht vertont sind und ich gerade nicht vorlesen kann. Weil es einfach nicht geht gerade. Du bist es denn, Herr Frosch. Komm, das probieren wir jetzt ausnahmsweise sogar mal an Leia. Herr Frosch. Hey. Ach komm, das lassen wir. So, außerdem Sonjas Bestätigung. Ach, war das eine Nebenquest hier? Ja, oha. Gut zu wissen. Das wusste ich nicht. Und hier müssten auch irgendwo... Naja, hier ist noch Kroketts-Halsband. Ah, ich habe noch ein oder zwei weitere. Die müssten ja dann hier hinten sein, ne? Halsband... Kets Halsband, Montys Halsband. Das war's scheinbar schon. Ich glaube, ich habe auch noch ein Freundschaftseignis gehabt, aber auch da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Deswegen, apropos Freundschaft. Ich habe fast mit Jude wieder eins, mit Mila das zweite und mit Muse fast das erste. Mit Gaius auch fast das vierte. Das läuft. Aber ich glaube, ich werde mich erstmal wieder eine Weile mit Jude verbinden, damit ich mit dem die volle Freundschaft kriege. Ja. Gut. Dann gucken wir uns hier noch ganz kurz ein bisschen um und speichern hier vielleicht gleich noch. Was kann ich... Oh. Ah ja, Essen bräuchte ich aber wirklich, glaube mal. Da habe ich irgendwie nichts mehr. Im Elementerz. Er ist teuer. Ich brauche den ganzen kleinen Shit, der aber viele Kämpfe hält. So was hier. Nein, das ist mir zu teuer. Ich muss doch gerade storymäßig Geld zurückzahlen. Da kann ich mir doch nichts kaufen eigentlich. Ach, Mann. Und hier kann ich höchstwahrscheinlich übernachten. 150. Nö. Du. Oh, ja. Ach, hier ist Sonja. Okay. Dann gucken wir uns noch kurz oben um, ob wir oben noch irgendwas looten können in den drei Räumen. Oh. Katze. Aber es ist keine Katze, die ich mitnehmen kann. Das ist äußerst schade. Ich hatte jetzt gedacht... Aber gut, das ist wohl sein Kätzchen hier. Das ist aber auch süß. Hallo? Ha, prüfen. Backhähnchen. Leron-Spezialität. So, so. Was ist das? Was macht das? Ach so. Das ist gar kein Essen. Das ist so ein... Ja... Key-Item quasi. Für... unterschiedliche Quests und so. I see. Okay. Hier kann ich, glaube ich, wieder nicht raus. Genau, du bist irgendjemand. Interessiert mich nicht. Okay, raus. So, dann gehen wir jetzt zum Seehafen von Laurent. Ich will hier vorher nochmal schnell speichern.
Und da müsste, glaube ich, das Freundschaftsereignis von Leia gerade anwählbar sein. Das wäre dann genau meins. Ah, wir machen aber noch eine Sache vorher. Das vergesse ich diesmal nicht. Dafür muss ich allerdings nochmal, ja, so oder so runter zum Hafen. Ah, Misi. Fällt's gar nicht auf. Und hier. Ich glaube, eine Erledigung kann ich momentan nicht melden. Doch hier. Ach so, das war das. Ah. Ja. Dann kann ich jetzt noch mal ganz kurz die Katzendinger machen. Das hier. Monty. Und Kroket. Genau. So. Danke, Kitty Crisps. Was ist hier noch? Rocky in Leront. Katama-Gipfel. Was ist das denn? Das muss drüben sein bei dem, ja genau, bei Dran. Nelly in Tartarus. Okay, aber Leront noch eine Katze? Mein Kater Rocky wurde gesehen. Ein Freund hat ihn in einem berühmten Gasthaus gesehen, das er in einer Zeitschrift entdeckt hatte. Besucht ihn. Hä? Da war ich doch gerade. Eine blaue Katze hat mein Handwerkzeug. Okay, what the fuck? Mist. Okay, Moment. Jetzt, bevor ich hier weitergehe, erstmal Substratiefwald hier. Ich sah, wie sich plötzlich ein Baum bewegte. Ja, es klingt unglaublich, aber was, ihr glaubt mir? Ich hatte mir doch schon eine ganze Grimassenbaum. Grausiger Stumpf. So, sagt irgendjemand hier was zu dem Grimassenbaum? Nicht? Gar niemand? Wie ätzend. Von euch da hinten? Nee. Mann. Weil ich würde gerne halt wissen, wo genau der ist. Aber da wird dann wohl einfach irgendwo sein. Ah, ich dachte gerade, ich hätte die Katze gefunden, aber es ist ein Hund. Aber wo ist denn die Katze Rocky? In Laurent ist noch irgendwo eine Katze. Rocky. Bestimmt in den Rocky Mountains. Hä? Aber da stand ja in einem berühmten Gasthaus. Ich gehe jetzt nochmal kurz ins Gasthaus, danach gehe ich zum Sapstrath-Tiefwald und dann starte ich Leias Freundschaftsereignis für heute. So. In einem berühmten Gasthaus. In Laurent. Da war ja eine Katze oben, aber die konnte ich ja nicht mitnehmen. Ich gucke mich jetzt mal so ein bisschen um. Ne? Danke. Wäre nicht nötig gewesen, aber trotzdem danke. Also hier unten ist definitiv kein Rocky. Aber hier oben in dem Flur halt auch nicht. Ja, muss das aber die Katze hier sein oder nicht? Jetzt geht's plötzlich doch. What the fuck? Hä? Normalerweise ging das nicht erst nur, wenn man die Quest angenommen hat, sondern einfach dauerhaft. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein Bug war, ob ich mich vorhin einfach in der Kamera wieder nicht richtig eingestellt habe, da quasi. Oder. Also keine Ahnung, irgendwas, was soll's. Egal, wir haben Rocky. Rocky, Kitty Krift. Okay, dann melde ich jetzt erstmal kurz hier die als geklärt, als. Oh, kann ich nicht. Ja, die ich abgeben kann, wollte ich sagen, aber die kann ich leider nicht, weil wegen Titel. Wie ätzend. Das auch nicht. Oh, das auch nicht. Das kann ich machen, danke. Okay, das kann ich machen, danke. Das auch, danke. Das nicht, das auch nicht, okay. Dann werde ich mal noch die Quest annehmen, aber erstmal nicht machen. So, denn wir gehen jetzt erstmal zurück nach Risimax. Ach ne, wir sind ja auf Risimax, ja. Bitte in den Sepstrith-Tiefwald. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir hingehen. Also wo dieser scheiß Baum sein soll. Ich habe schon so meine Vorstellungen, weil ich ja so ein paar größere Gebiete da noch kenne. Aber wir müssen uns einfach umschauen. Ich
was anderes bleibt uns hier jetzt nicht übrig. Also der Selbststress-Tiefwald ist ja nun wirklich nicht groß, zum Glück. Ich weiß, dass ich hier mal eine Zeit... Ist er das? Nee. Ich weiß, dass ich hier mal eine Zeit lang trainiert habe, gerade auch weil er nicht so groß ist. Und weil man an einer Stelle echt gut Bakras fangen kann. Das hier hat ihn noch gar nicht. Aber jetzt trotzdem halt nach einem Vieh absuchen. Das heißt, ich muss halt trotzdem jede scheiß Map mal abgegangen sein. Was habt ihr? Oh. Gleich richtig gut hier. Erkämpfen muss ich hier natürlich nicht. Das wäre totale Verschwendung von Zeit. Huch. Es dauert sehr lange, natürliche Kräuter zu ziehen. Deshalb haben wir gerade keine vorrätig. Kommt doch mal wieder vorbei, wenn ihr könnt. What the fuck? Okay. Hä? Hier geht's gar nicht weiter. Ich hab mich verlaufen. Jetzt ist hier ein Hundi. Ach so, ja, stimmt. Da ging's ja lang. Naja, halb so schlimm, halb so schlimm. Wir haben die Zeit, wir haben die Zeit. Aber wir haben auch die Gegner. Ja, ich bin den Selbststress-Tiefwald ja irgendwann schon mal abgegangen. Ich glaube, dass ich das offscreen gemacht haben müsste. Das heißt, in dem Let's Play dürfte der Selbststress-Tiefwald eigentlich noch gar nicht so richtig vorgekommen sein, außer halt mündlich, sag ich mal. So, hier wird, glaube ich, zu eng wird das Vieh sein, aber ich guck trotzdem mal. Ah, hier geht's ja auch hoch. 30 Elemente ist nicht schlecht. Ja, ich kann hier gerne mal gucken, aber ich habe... Oh, da ist er. Hi. Oh, shit. Und es gefällt mir ehrlich gesagt ganz und gar nicht. Bin ich mit Jude verbunden? Ja, sehr schön. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Was sagten hier die... nee, wie ging das? Ging das so? Oh. Ha. Aha. Okay, der hat... Oh, ich habe dem schon 3000 abgezogen. Nicht schlecht. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir da locker hin. Oh. Ja, wenn er mich halt nicht hier stunnen würde und so, dann ist alles gut. Solange das hinhaut, jetzt hat er abgewehrt, der Schuchti. Wieso werten da gerade all meine Schläge ab? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Jetzt nicht mehr, okay. Oh Gott. Okay, jetzt können wir erstmal ein bisschen länger Link-Chargen hier. Nach oben. Nach geradeaus. Und zur Seite nicht. Okay, Mist. Ah, das hatte ich schon, stimmt. Dann habe ich nach unten vergessen. Ja, nach unten habe ich vergessen. Schafft oder was ist jetzt passiert? Ach, keine Ahnung, ich gehe in Chromatis. Leider nur in Chromatis 1, aber ist egal. Oh Gott, was hat der denn gerade gemacht? Ja, der ist aber so gut wie tot hier. Oh nein, der Doppelwalzer geht daneben, das ist nicht gut. Haha, zurück! Ich würde gerne Hexenture machen, aber irgendwie ist es dazu nicht gekommen. Schade, aber der Gegner ist jetzt tot. Bitte. Schwingen. Immer noch nicht. Danke. Ich würde schon sagen, jetzt müsste es aber langsam... Okay. Rauchpilze. Hat er gedroppt? Rauchpilze? Ich rauche aber keine Pilze, du Schwitz. So. Dann gehen wir zurück nach Laurent. Ja. Und werden direkt mal die Erledigung melden. Vorher möchte ich mir aber bitte angucken, was sind Rauchpilze? Ah. Hab mir schon gedacht, dass es die Dinger sind, die da auf dem Boden wachsen, aber ich dachte, die wären vielleicht noch für irgendwas gut, aber nö. So, warten wir, bis unser Mann hier ist. Danke. Grausiger Stumpf besiegt. 40.000 Gold und 12.000 Punkte. Wie viel brauche ich noch? 38.000. Das heißt, ich müsste... Also, den schaffe ich jetzt noch nicht, aber die müsste ich auf... Oh, den schaffe ich auch noch nicht. Ah, die müsste ich machen. 15.000, 30.000. Das kriegen wir hin. Also, wenn ich die drei schaffe, hier in der Cilia Tundra, Dimensionsriss... Okay, wie komme ich da hin?
Triglav, ne? Also hinter Triglav, diese Höhenstraße da. Ne, hinter Helleborg. Ach, egal. Und Fazablemoor. Hier wäre halt noch was im Labari-Kessel, aber dadurch, dass es 52.500 Punkte bringt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich das noch nicht schaffen kann. Weil... Ja. 52.000 ist heavy. Das ist einfach zu viel. Das sind ja fast zwei Abzeichen oder so. Oder ein ganzes zumindest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den schon schaffen kann. Okay. Aber das heißt, wir könnten es natürlich nochmal schnell an dem in der Silia-Tundra probieren. Ach, wenn wir schon mal in einem Part jetzt hier beim Monsterjagen sind, dann mache ich das so fertig. Silia-Tundra. Fazablemoor. Ja, dann mache ich die jetzt noch schnell. Okay, Silia-Tundra. Wo war die denn? Ne, das war sowas hier. Da. Da machen wir von den Nala-Lava-Höhlen aus, weil dann kann ich gleich vielleicht noch in Richtung Fazablemoor gehen und da gleich den nächsten machen. Jetzt natürlich erstmal wieder die Sache, das Ding zu finden. Ich darf es halt nicht übersehen. Ne? Hoch. Ich glaube, hier oben war es nicht richtig. Könnte halt überall sein, aber der fällt schon relativ auf. Dadurch, dass der auch scheinbar ein bisschen heller war, so ein bisschen geglänzt hat. Und halt auch so... wahrscheinlich einfach größer und bedrohlicher ist. Der wird einfach aus der Masse hinausstechen, da bin ich mir schon relativ sicher. Gut, ich wollte jetzt gerade schnell speichern, einfach um den letzten da nochmal abzuspeichern, den wir gerade gekillt haben. Aber da hier in dem Moment ein Speicherpunkt aufgekreuzt ist, werde ich natürlich mal den Speicherpunkt nehmen. Das macht das Ganze einfach noch ein bisschen... angenehmer. Okay. So blau. Ah, da hinten ist er. Oh ja, der ist definitiv ein bisschen größer. Und sticht auch mehr als nur ein bisschen aus der Masse hinaus. Hi. Ich hätte vielleicht meine Feuerwaffen ausrüsten sollen, aber warum nicht? Das hier ist doch Feuerspeier. Der heißt doch so. Macht der denn auch Feuerschaden? Nö. Oder doch? Keine Ahnung, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Naja, ich gehe wieder zurück in den Nahkampf. Da mache ich einfach insgesamt mehr Schaden. Oh Gott, aber der haut rein, wenn er mich mitzieht. Schaffen wir trotzdem. Ist nur so ein kleiner Mob-Gegner hier, den schaffen wir. Mal schauen, ob ich meinen Chromatis auf 2 kriege. Dann würde ich den sehr gerne jetzt noch benutzen, aber der ist schon wieder halb tot. Mein Chromatis braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. Na, mal gucken. Ja, ist erst ein Viertel fertig. Ich glaube nicht, dass das was wird mit dem. Ich werde mich halt noch nicht zurückhalten, deswegen, nee, nee. Nicht absichtlich. Ja, zur Hälfte fertig und der hat noch, was weiß ich, ein Drittel. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich werde jetzt nicht in den Link Charge Attack Dings gehen. Das mache ich nicht. Oh, es wird wirklich knapp. Na, jetzt bin ich erstmal Stunt, da kann ich eh nichts machen. Au. Ja, doch, okay, es wird tatsächlich was. Sehr schön. Und Chromatis. Oh, falsche Taste. Nicht geschafft. Oh, schade. Ich hätte jetzt echt damit gerechnet, dass es den killt, aber nö. No chance. Aber wir haben gewonnen. Wow, das ist echt nicht viel Erfahrung. 2 Schneekristalle, immerhin toll, aber das war's. Wir bekommen hier echt ziemlichen Bullshit. That is all. Ja, auf jeden Fall. Hier war noch ein Schuh, okay. Apropos Kolosseum, in der Felgana-Mine bin ich auf 2 NPCs getroffen, bei dem einer wohl ein legendärer Rüstungsschmied angeblich sein soll, oder Waffenschmied, ich glaube Rüstungsschmied, und der hat gesagt, er gibt seine Rüstung nur an diejenigen, die im Kolosseum alle Kämpfe bestanden haben. Das klingt cool.
Aber wir machen jetzt trotzdem erstmal kurz weiter mit dem Feasible Moor. Das Feasible Moor ist ja nun wirklich nicht groß, aber da ist noch so ein Vieh. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall noch besiegen. Oh, jetzt ist halt die Frage, machen wir dann im nächsten Part wirklich die Freundschaftseignisse oder wollen wir erstmal ins Kolosseum? Oh, jetzt bin ich echt unsicher. Ich glaube, wir machen erstmal Leias Freundschaftseignis, um zur Abwechslung nochmal ein bisschen Story zu haben. Dann machen wir... Ach du Scheiße, sieht das böse aus. Dann machen wir das Kolosseum und dann das andere Freundschaftseignis und dann Story. So, Hallöchen. Nächstes Monster. Wie heißt der? Der dunkle Tiger. Weniger AP als der blaue Taurus auf jeden Fall. Wird wahrscheinlich auch weniger ein Problem. Die kleinen Viecher hier sind sowieso die nicht gefährlich. Moment mal, wieso bin ich denn jetzt mit Gaius verbunden? Das wollte ich doch gar nicht. Ui. Also sind trotzdem ganz nette Attacken, die wir hier gerade machen können. Also ich will mich nicht beschweren, ja? Trotzdem bitte zurück zu Jude, danke. Weil ich mit dem die Freundschaft gerade aufbauen möchte. Ja, ja, den habe ich lieb. Wobei Mila und Jude sind eigentlich das perfekte Verbindungsteam. Das wurde eigentlich gerade so... Ach nee, das ist ja Elise. Elise und Gaius, okay. Das ist okay. So, gehen wir nochmal einen normalen Chromatis. Aua. Oh, Hexenschia, ja, meine Lieblingsattacke. Ein bisschen Double Walkser hier. Okay. Ja, doch, okay. Wäre es kein Accenture geworden, hätte ich den wahrscheinlich sogar nicht mal getroffen. So. Wo ist er hin? Da. Hä? Wo war der? Der war irgendwie weg. Das war ein bisschen gruselig gerade. Ich muss mir nochmal angucken, wie ich die... Aua. Ich muss mir nochmal angucken, wie ich die Alternativarts mache, weil ich habe ja eigentlich, glaube ich, eingestellt... dass ich mit einer bestimmten Taste noch vier andere Arts machen kann, als die, die ich normal zugewiesen habe. Aber da ich nicht mehr weiß, wie das ging, kriege ich das halt momentan nicht hin. Na komm, machen wir dich nur mal im Chromatis kaputt. Wenn du aufhören würdest rumzüpfen, wäre das echt nett, dann würde ich schon mal einen Doppelwalzer schaffen. Aber gut, dann mache ich dich halt anders, KO, das ist auch nicht das Problem. Oh wow, jetzt ist hier ernsthaft noch so ein normales Vieh. Wow. Deshalb habe ich jetzt nicht im Chromatis abgeschlossen, weil jetzt noch so ein anderes Vieh kam. Toll. Danke. Und noch eins. Das ist bestimmt noch eins irgendwo. Ich will mich doch nur abfacken, wirklich. Komm. Reicht. Danke. Oh, das hat weitaus mehr Erfahrungspunkte gebracht, auf jeden Fall. Goldenes Froschei. Okay. Sehr schön. Dann haben wir jetzt halt noch die beiden, also den einen Labari-Kessel und den anderen in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Aber die Sache ist, die sind, glaube ich, wirklich zu stark. Ich könnte natürlich im nächsten Part oder... Ich rufe da eine unbekannte Nummer an, da gehe ich nicht ran. Ich könnte natürlich irgendwann demnächst mal probieren, einfach den Labari-Kessel da für die 52.000 Punkte zu versuchen. Aber... das... Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das ist einfach unrealistisch. Blautaurus und dunkler Tiger. 95.000 Gehalt und 28.000 Punkte insgesamt. Sehr schön. So. Da brauche ich nur noch 9.000 Punkte fürs nächste Level ab. Das ist gar nicht mal so viel, ehrlich gesagt. Ich müsste mein Vieh mal, meine Viecher mal in die Lektmühlenstraße schmeißen, damit die mal diese Scheiße hier holen. Was denn jetzt? Oh, ich bin so viel Geld her. Nee, nicht 15.000. Wir machen, weil da steht nächste Zahlung, wir machen genau 110.000. Ja! Dann kann ich jetzt wahrscheinlich in der Story weiter, denke ich mal.
Nova? It sounded like she was in trouble. Ach, als ob. Ich hätte mich auch so gern eigentlich noch erstmal in Drellin umgeschaut, aber okay. Dann nicht. Wichsköpfe. So, danke, dass mein ganzes Geld wieder weg ist. Oh, ich habe noch 50.000, alles gut. Kann ich trotzdem zahlen? Ja. Toll. Ah, hier. Briefkasten. Das gucken wir uns im nächsten Part an. Ich werde an dieser Stelle speichern. Im nächsten Part machen wir Leias Freundschaftsereignis und gehen nochmal nach Triglav, um Briefkasten abzuholen. Ich glaube, da müsste noch eine andere Sache drin sein. Und wenn noch Zeit ist, gehen wir dann mal nach Shandu. Aber ansonsten machen wir das in dem Part danach. Ah. Ne, Rückkehrzeit verkürzen brauche ich gar nicht. Bis zum nächsten Part und ciao.